raus von der Gegnerin von Arantxa Sánchez nach diesem herrlichen. Online. On the line, auf der Linie. Da muss man selbst im Zweifel. Und hat sie fast rübergetragen. Lange Zeit selbst nicht sicher. Jetzt könnte so ein erster überraschender Angriff von Sánchez kommen. Sie steht weit im Feld. Nee, geht dann doch wieder zurück. Der ist traumhaft. Und bewegt sich permanent. Und noch so ein hervorragender Passierball, diesmal mit der Vorhand. Erstes Break. Man hat schon mal. Arantxa Sánchez nutzt. Und wir sind wieder im Match. Zehn Null.
Anfang ziemlich hilflos aus. Nach 36 Minuten, liebe Zuschauer, zum ersten Mal in diesem Match ein... Das war die Doppelspezialistin Arantxa Sánchez, die ja hier noch im Halbfinale steht. Riesig gemacht. Sensationeller Ballwechsel. Riesig gespielt von beiden. Martina Navratilova, die nach diesem Lob den Ball immer... Ein herrliches Spiel nach 1:6 und 0:1 Rückstand. Erneut ausgerutscht, als sie gegen die Laufrichtung angeschlagen hat. Fabelhafter Ballwechsel und Applaus von der Gegnerin für Martina Navratilova. Ja. Fantastisch! Man muss hier als Reporter nicht das Loblied des Damen-Tennis singen, das tun die beiden da unten allein. So tolles Damen.
zu gut. 30-15. Schöner kann man ein Spiel. Das hat sich Martina Navratilova selbst zuzuschreiben, diesen Spiel. Fantastisch gespielt, nach einem sicher nicht schlechten dritter Sturz der Spanier. Gegen die Laufrichtung scheint im Moment das Rezept der Amerikanerin zu sein. Sie sehen im Hintergrund die Spielzeit. Der erste Satz hat 25 Minuten gedauert, der zweite jetzt schon eine Stunde. Arantxa Sánchez hat die Chance nicht genutzt, vielleicht ein bisschen erschreckt durch die Tatsache, dass Martina Navratilova hier zum ersten Mal ins Straucheln kam. Bitte Ruhe. Danke. Das wird eine umstrittene Entscheidung sein. Der Grundlinienrichter zeigt gut an. Unsere Kamera sagt aus. Sie sagt aus, liebe Zuschauer. Können wir es nochmal sehen, ob die Linie hell geworden ist? Denn manchmal reichen ein paar Fasern. Und zum ersten Mal wirklich heiße Diskussionen.
nachdem es ja für den Schiedsrichter hier sehr leicht war, dieses Spiel zu leiten. Sehr fair. Anzeigentafel zeigt 15:0. Ich habe ihn auch so verstanden. Dieser Ball ganz unstrittig. Dieser Ball wird dir wehgetan haben nach 40:0. Jetzt Einstand. Von der Weltranglisten-Zweiten gewinnt den Tiebreak und den Satz. Der zweite Vorhandpunkt. Und oft ist ja ein einziger schon entscheidend im Tiebreak. Und ein Ass. Das erste Ass überhaupt. 15:0 Führung. So zu 5. Brillant der Lob, brillant der Passierball. Ass Nummer 2 auf die Linie. 6:2 im Tiebreak. 4 Satzbälle.
Sie spielt unglaublich Case, um nicht zu sagen frech. Vier Satzbälle gegen. Riesenballwechsel auch nach einer Stunde und 48 Minuten. Zweimal. Vierter Sturz, ein etwas rutschiger Belag ist. Riesig gemacht, eiskalt die Chance genutzt, erstes Break, dritter Satz, 2-1 Führung für die Amerikaner. Und zum dritten Mal dieses befreiende C und diesmal an der richtigen Stelle. Martina Navratilova hat ihre Chancen nicht nutzen können. Der schönste Punkt in diesem dritten Satz und sofort geht die Stimmung wieder hoch.
Dram gehört auch zum Schläger und seit einiger Zeit spielt sie einen Breitraum. Der ist zu gut. Aus dem Handgelenk. Die Chance für Sanchez, jetzt nach vorn zu gehen. Aber ein erstklassiger Aufschlag. Und Vorteil, dritter Spielball für die Amerikanerin. Und plötzlich ist wieder Dramatik im Spiel. Und damit die Chance zum Rebreak für... Sensationell ihre Lobs. Ich glaube noch kein einziger Lobfehler in diesem Match von der Spanierin. Das ist er. Der Vater, der den Triumph mitgenießt. Vater Emilio, der Erfolg seiner Tochter über Martina Navratilova. Ich kann ihre Euphorie verstehen. Ein glänzender erster Satz, eine enorme kämpferische Leistung im zweiten, als die Amerikanerin zu alter Stärke zurückfand und dann in diesem dritten Satz nach einem 2-Beide ganz plötzlich die erste Breakchance genutzt, Breakbälle abgewehrt und eine exzellente Leistung nach 2 Stunden und 24 Minuten besiegt Arantxa Sanchez Martina Navratilova in diesem ersten Halbfinalspiel. Ich glaube, liebe Zuschauer, wir haben exzellentes Damentennis.